Was geht ab, Leute? Euch ist schon wahrscheinlich aufgefallen, dass ich eine Woche nichts hochgeladen habe. Ich habe wirklich zahlreiche Nachrichten bekommen. Ey, Lejanko, was ist los? Wieso drehst du keine Videos? Was ist los? Warum so inaktiv auf einmal? Leute, ihr könnt euch auf jeden Fall sicher sein, wenn ich eine Woche kein Video hochlade, ist auf jeden Fall was passiert. Oder irgendwas stimmt nicht. Ihr habt wahrscheinlich schon im Titel gelesen, worum es sich handelt. Ich habe Frankfurt-Verbot. Ich versuche euch das mal ein bisschen zu erklären, okay? Ich glaube, das Ganze hat schon angefangen vor einer Woche. Ich war auf dem Weg nach Duisburg, bin auf Autobahn, so, ich bekomme einen Anruf. Und bei mir ist das so, mein Handy ist immer mit meinem Auto verbunden. Und da hat mich jemand angerufen, irgendeine unbekannte Nummer. Ich bin eigentlich so ein Typ, ich gehe auf unbekannte Nummern gar nicht ran, so. Ich mag es nicht, bei irgendwelchen Fremden ranzugehen. Bei meinem Auto ist halt so Touch, so, ne? Man kann aussuchen, entweder annehmen oder auflegen. Und ich habe aus Versehen auf annehmen gedrückt und plötzlich kam seine Stimme. Ist ja klar. Der meinte so, hallo, mit so einer dunklen Stimme. Ich meinte so, hallo, wer bist du? Dann fing er an, direkt mich behindert zu beleidigen. So, der meinte irgendwie, keine Ahnung, meine Toten, meine ganze Familie, trau dich noch einmal nach Frankfurt, du hast Frankfurt-Verbot offiziell, lösch die Videos gegen Zeynep, ich bin auch in dem Video dabei, lösch die Videos unbedingt, sonst kriegst du Stress und so weiter. Und ich bin so ein Typ, mich hat es wirklich nicht gejuckt, so, aber ich konnte jetzt nicht am Handy gehen und auflegen. Bin dann weitergefahren, bis ich irgendwo anhalten konnte und habe einfach aufgelegt. Und ich habe es eigentlich schon vergessen, ne? Ich glaube, einen Tag später, ich war mit meinem Vater einkaufen, plötzlich bekomme ich wieder einen Anruf von dieser Nummer. Und keine Ahnung, warum ich drangegangen bin, ich bin auf jeden Fall drangegangen. Ich meinte so, hallo, dann kam wieder dieselbe Stimme, der so, ey, hast du das nicht verstanden, lösch die Frankfurter Videos oder du wirst sehen, ich geb dir Frankfurt-Verbot, wer bist du und so weiter, du. Und so, und der hat halt die schlimmsten Beleidigungen genannt, so, ne? Und das Ding ist, mein Handy ist laut und mein Vater ist neben mir. Der hat's alles mitbekommen. Ja, ne, der hat gehört, dass dieser Typ am Rumschreien war. Da meinte mein Vater zu mir, Olum, was ist los und so. Und jetzt versucht das mal eurem Vater zu erklären, was der Typ von euch will. Ich natürlich voll auf 180, hätte den gerne zurückbeleidigt, bin ich euch ehrlich. Aber konnte ich nicht, ich war mitten im Laden, so, mein Vater war neben mir. Ja, nicht schlechter Zeitpunkt, so, ne? Ich einfach aufgelegt, aber war trotzdem auf 180, weil er irgendwie auf Tote gegangen ist, hat meine Toten beleidigt und so weiter. Und finde ich nicht korrekt, weil das ist das Einzige, was mich trifft, so, wenn man versucht mich zu beleidigen, wisst ihr? Und dann, keine Ahnung, irgendwie an demselben Abend habe ich wieder einen Anruf bekommen. Und ich bin mir nicht sicher, ob es dieselbe Nummer war, aber da war auf jeden Fall derselbe Typ mit dabei, so. Ich ging ran, der meinte, ey, hier ist der Onkel von Zeynep. Dann habe ich schon direkt einen Lachkick bekommen, wallah. Ich hab mich behindert gelacht. Er meinte so, was lachst du und so, du wirst sehen, du hast Frankfurt-Verbot. Ich so, tamam, okay, wer bist du? Bist du Tony Montana oder was? Er meinte so, ich bin schlimmer als Tony Montana. Ich voll Lachkick, wallah. Ich hab ihn nicht ernst genommen, bin ich euch ehrlich, ich nehme das heute nicht ernst. Da meinte er so, hör auf zu lachen, ich deine ganze Familie und so weiter, hat er wieder gesagt. Ich glaube, die hatten da Lautsprecher an und der Typ, der mich davor angerufen hat, war mit dabei. Er meinte dann, ey, ich bin in Zeynep's Video mit dabei, lösch das Video einfach und alles ist gut. Dann meinte ich, ey, hör mir mal zu, wer bist du überhaupt? Sag mir mal, welche Minute und welches Video du meinst. Er hat es mir so gesagt, ich gehe so an meinen PC, ich gucke mir das Video so an und sehe einfach so ein Lauch. Wallah, so 1,60 Lauch. Der kann eigentlich froh sein, dass ich nicht ein einzelnes Video gegen ihn drehe. Ja, ne, wallah, der war nicht ernst zu nehmen. So, der hat sich auch blamiert in einem Video. Und ich habe ihm gesagt, ey, ich werde kein Video löschen. Dann fing der angebliche Onkel an, mich komplett zu beleidigen. Ich einfach auf Auflegen, Flugmodus, tamam. Ich schwör's euch, Leute, ich glaube, einen Tag später habe ich wieder einen Anruf bekommen. Und dann ging ein anderer Onkel irgendwie am Telefon. Ja, ne, sein anderer Onkel hat mich angerufen. Der meinte, ey, hier ist der Onkel von Zeynep. Bin nicht der richtige Onkel, aber ich bin mit ihr ein bisschen verwandt. Dann dachte ich mir, okay, erzähl. Aber der war wirklich korrekt drauf, so. Der meinte, ey, ich wollte mich entschuldigen für meinen Neffen. Ich wollte mich entschuldigen für meinen Bruder. Ich weiß, was für ein Typ du bist. Ich feiere dich eigentlich. Ich so, okay, erzähl weiter. Ja, das, was Zeynep gemacht hat, ist nicht okay. Kannst du aber die Szene rausschneiden, wo mein Neffe dabei ist. Aber wirklich auf korrekt. Ich meinte zu ihm, ey, guck mal, schau mal. Dein Bruder und dein Neffe, die haben meine Toten beleidigt. So, finde ich erstmal nicht korrekt. Macht man nicht. Ich sehe keinen Grund, das Video rauszunehmen. Weil der ist bei den anderen Videos auch mit dabei. Warum soll ich das Video rausnehmen? Wisst ihr, was ich meine? Oder ich kann die Szene auch nicht rausschneiden. Dann fing der an, wirklich bei mir richtig zu schleimen. Ey, ich feiere den Videos voll. Bitte mach nicht so. Bitte tu mir den Gefallen. Schneid meinen Neffen raus. Ich meinte zu ihm, guck mal, schau mal. Ich weiß, du redest gerade korrekt mit mir, aber ich lasse mich nicht verarschen von euch. Ich lasse die Videos drinnen. Ich so, was für Frankfurt-Verbot? Wer seid ihr? Ich schwör auf alles, Leute, ich würde das so gerne aufnehmen, aber das waren immer in so Momenten, wo ich keine Kamera mit hatte. Naja, alles schön und gut. Der hat sich für seinen Neffen entschuldigt. Und dann meinte er, bitte tu mir einen Gefallen, mach kein Video gegen meinen Neffen. Da hat er mir eine Sache erzählt, die möchte ich hier gar nicht erwähnen. Der hat irgendwie Probleme mit seinen Eltern. Sein Vater geht's nicht gut und so weiter. Dann dachte ich, tamam, okay, ich werde nichts machen. Ich werde nicht mal seinen Namen erwähnen. Alles schön und gut. So, Leute, auf jeden Fall, ich bin gerade eben das Video am Schneiden und ich habe ja gesagt, dass ich das Video drinnen lasse und so weiter. Ich habe das Video auf jeden Fall entfernt von YouTube, beziehungsweise ich habe es privat genommen, aus einem bestimmten Grund, dass ich gehört habe, dass es seiner Familie nicht gut geht. Und keine Ahnung, wie soll ich euch da sagen, der Typ hat mir auf jeden Fall leid getan. So, eigentlich sollte ich das Video noch drinnen lassen, als Strafe, weil er meine Familie und so weiter beleidigt hat. Aber ich bin nicht so ein Mensch, ich bin korrekt, weißt du, wie ich meine, ich kläre das noch korrekt. Ich hoffe, du weißt es auf jeden Fall zu schätzen. Der Typ denkt immer noch, ich lasse das Video drinnen. Ich habe das Video
Video jetzt einfach entfernt auf YouTube, beziehungsweise ich habe es privat genommen. Weiß es auf jeden Fall zu schätzen, weiß, deinen Eltern geht's nicht gut, versuch deine Eltern stolz zu machen. Du weißt, wie es ist, wenn deinen Eltern nicht gut geht, hör dann auf, andere Eltern zu beleidigen. Du weißt nämlich nicht, wie es meinen Eltern geht. Deswegen, Leute, passt immer auf, wen ihr beleidigt oder was ihr beleidigt. Ja, man, weiter geht's mit dem Video. Aber jetzt mal ehrlich, Leute, dachtet ihr wirklich, ich bin wegen dieser Sache eine Woche weg gewesen auf YouTube? Leute, denkt ehrlich, ich lasse mich unterdrücken von irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne? Walla, aus Prinzip reagieren wir jetzt auf Zeynep. Zeynep hat einen Idiotentest gemacht und darauf werden wir reagieren. Wieso ich eine Woche weg war, muss ich leider geheim halten. Aber Leute, es war wirklich ein Grund. So. Ich konnte wirklich nichts auf YouTube hochladen. Das hatte einen bestimmten Grund und ich kann euch das jetzt nicht sagen. Ich habe auch mitbekommen, dass andere YouTuber auch auf einmal Frankfurt-Verbot bekommen haben. Ich werde demnächst dazu auch noch ein Video hochladen. Ist auf jeden Fall cringe geworden, was die sich da alle einbilden. Denken alle, die sind auf einmal Tony Montana am Nachbremen. Walla, guck nicht so viel Scarface. Euch ist auch wahrscheinlich aufgefallen, dass ich in meiner Instagram-Story immer Tony Montana und so weiter gepostet habe. Das hatte einen bestimmten Grund. Checkt das so langsam, oder? Aber alles schön und gut, Leute. Was ich euch nur sagen möchte, ist, lasst euch von niemandem unterdrücken. Solange ihr nicht unter die Gürtellinie geht, ist alles gut. Habt von niemandem Angst. So, ich habe auch von niemandem Angst. Vor wem soll ich denn Angst haben auf YouTube, Alter? Vor allem von irgendeinem Hauptwache-Chiller, so, weißt du, ich meine, keine Ahnung, woher er meine Nummer hat. Wir reagieren jetzt auf das Video von Pumpin' Monkey. Schönen Grüße an dich, Bruder Herz. Natürlich ist das Link in der Beschreibung und gibt euch das Video. Okay, was wiegt mehr? Eine Tonne Ziegelsteine oder eine Tonne Federn? Eine Tonne Federn. Also diese Menschen. Nein, alles gleich, was ist eine Tonne? Nein, was hast du gesagt? Federn. Federn, ne? Ja. Alles ist gleich. Eine Tonne Ziegelsteine, wegen LKW, das ist eine Tonne Ziegelsteine. Wallah, ihr habt alle einen Schein. Wisst ihr, was gleich? Krass, Alter, was ich eigentlich nochmal sagen wollte, ist, ich dachte, Zeynep wäre abgeschoben worden nach Libanon. Aber anscheinend ist sie ja wieder in Deutschland. Hey, Zeynep, natürlich dient das Video nur zur Unterhaltung, ne? Sie hat, glaube ich, in Libanon ein bisschen für die Mathearbeit gelernt, so. Beide sind dumm. Federn, gell? Federn ist richtig, oder? Nein, beides gleich. Nein, Zeynep. Beides gleich. Krass, Alter, sie hat den Idiotentest bestanden. Stolz auf dich, Zeynep, ja, krass. Ah, ich bin schwanger! Oh, okay, jetzt fängt das wieder an, cringe zu werden. So, sie schreit einfach mitten in der Stadt rum, dass sie angeblich schwanger ist. So. Eine Tamam, okay, Zeynep, die Nachrichten, die du mir geschrieben hast, so, ich dachte, du hättest dich wirklich verändert. Ich dachte wirklich, du schämst dich für die Videos, aber fängt wieder auf jeden Fall an. Krass. Das heißt, die Frankfurter Mädchenserie geht weiter, wa? Playboy, gell? Der ist der bekannte Playboy aus den YouTube-Videos. Nein, ich bin gar kein Fuckboy oder so eigentlich. Wallah, es gibt von dir Videos, wie du einen bekommst und dann schreibst du, am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Wallah, dieses Mädchen regt mich so oder so auch auf. Ne, wer ist das eigentlich? Ich glaube, die hat mir auch geschrieben. Die meinte so, ey, ich bin die beste Freundin von Zeynep, ich feiere deine Videos voll. Ist das nicht diese La Loca oder wie die auch immer heißt? Keine Ahnung, sie ist auf jeden Fall auch einer in der Ratsche, ja. Natürlich ist das alles nur Spaß, ne? Nimm's mit Humor. Da wird ja auch umgemacht, Adel. Was? Ich schwöre, oh mein Gott, ey. Warum? Warum? Ey, lass den Jungen doch mal. Oh, das war auf jeden Fall cringe Level over 9000 am Anfang. Dann die Zeynep fängt wieder an, männlich zu werden. Mansi. Ashley würde sagen, Mansi. Wie geht's dir eigentlich, Ashley? Ja, lange nichts von dir gehört. Bauch! Hilfe! Das kommt raus! Boah, das ist so cringe, ne? Ich will mal wirklich wissen, was dein Vater dazu sagt. Ich schwöre auf alles. Vor allem diese eine Frau, die hat wirklich so nachgeguckt. Die hat sich wirklich Sorgen gemacht. Aber dann hat die auf jeden Fall gecheckt, dass das fake ist. Okay, was hältst du von ausländischen und deutschen Mädels? Also Ausländerinnen. Also auf welche ich eher stehe? So auf Brunettinnen. Nee, was hältst du von dem? Was sind Vor- und Nachteile? Erklär mal. Ach so, ja, von deutschen Mädchen. Die haben immer ein Leben, was erreicht. Die können gut arbeiten und so. Aber von diesen ausländischen Mädchen. So ein die geben alle Techno und so. Ah, sag ehrlich, was? Willst du Stress? Warum Stress? Willst du Stress? Weißt du, wer ich bin? Ne, wer bist du denn? Aber okay, sie war ein paar YouTube-Videos mit dabei. Denkt, sie ist jetzt Paris Hilton. Heißt es der, die oder das gerade Kurve? Die gerade Kurve. Die gerade Kurve, gell? Nein, es gibt gar keine gerade Kurve, Alter. Der gerade Kurve. Ja, ne, sie überlegt wirklich noch. Malcolm, er hat doch gerade das Ergebnis gesagt, sie ist wirklich noch am Überlegen. Der, die oder das gerade Kurve. Aber sie hat auf jeden Fall schon mal erzählt, sie ist dreimal sitzen geblieben. Nur so zur Info, ne? Entschuldigung, ich habe eine Frage. Haben Sie Lust auf einen? Immer. Was Lust? Haben Sie Lust auf einen? Immer. Ja, warum? Echt? Ja. Oh, gut. Wann und? Egal. Aber wir haben Lust auf einen. Mit wem?
Mit dir? Ey, das ist so unangenehm, ne? Krass, Wallah. Die fragt nach einem Dreier, aber nach Köln und die sagen einfach, ja, ja, ja. So drei Hallos, aber nach Köln, ja, seit drei Jahren kein Chuck-Chuck mehr, aber nach Köln, am Druck, ohne Ende. Wey, entschuldige, schick, wey. Wie viele Einwohner hat Deutschland? 1.394. Also diese Menschen... Wallah, doch. 80 Milliarden. 1.380. Wie viele Einwohner hat Deutschland, Bruder? 80 Milliarden. Milliarden, ja, ja. Du? 1.334. Sie sagt 1.334. Ich meinte doch sogar voll ernst. Ja. Daran merkt man, dieses Mädchen hat sich noch gar nicht weitergebildet. Ja. Geh mal ein bisschen in die Schule, Zeynep. Bitte tu mir den Gefallen, der Menschheit einen Gefallen. Tu dir einen Gefallen, damit aus dir mal was wird. Weil so wird das auf jeden Fall nichts, ja, wenn du weiter hauptwach und so chillst. Ja, Leute, ihr merkt wahrscheinlich auch an meiner Stimme, ich bin ein bisschen erkältet. So. Hiermit beende ich jetzt das Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Ich bin nämlich auf Instagram sehr aktiv so. Und ich poste dort auch immer Sachen, falls wieder mal Beef, Mief und so passiert. Mit den ganzen Frankfurter Mädchen. Passt auf euch auf, macht keine Scheiße und haut rein.